Eine Quadratzahl, die mit hoch 2 angegeben wird, wird mit sich selber multipliziert. Dies kann auch mit hoch 4 angegeben werden, dann wird es viermal mit sich multipliziert. Das heißt 2 mal 2 mal 2 mal 2. Hier sind alle Quadratzahlen bis 30 mit Ergebnis. Man kann sehen, dass keine auf 2, 3, 7 oder 8 endet. Dies passiert nur, wenn ein Komma an letzter Stelle steht. Jede Quadratzahl ist die Summe der ersten natürlichen ungeraden Zahlen. Das heißt 1 plus 3 gleich 4, 2 hoch 2 gleich 4. Quadratzahlen, die auf eine 5 enden, zum Beispiel 65, werden so gerechnet. 6 plus 1 gleich 7, das heißt, man nimmt erstmal die 5 weg, dann 6 mal 7 mal 6, das ist 42 und man hängt die 2 und die 5 nochmal ran, dann hat man 4225. Und zum Schluss noch ein Tipp, jede Quadratzahl, deren Basis gerade ist, ist auch gerade.